europäischen Ländern stattfindet und damit symbolisch für die gesamte europäische Fußballgemeinschaft steht. Auf uns. Wie sollte es anders sein? Wir beginnen mit dem Eröffnungsspiel. Hoffentlich der Startschuss zu einer ganzen Reihe interessanter und hochklassiger Begegnungen in diesem Wettbewerb. Tja, wir befinden uns jetzt natürlich in einer Phase der großen Ungewissheit. Dieses Turnier, dem wir so entgegengefiebert haben, fängt an. Und ich bin mal gespannt, wie beide Mannschaften mit dieser Drucksituation da unten auf dem Rasen umgehen. Das Spiel läuft. Nein, das wird nichts, wobei es ja ganz vielversprechend aussah. Das wird gefährlich. Klasse Parade. Der hat da ganz stark ein und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Der kommt weit nach vorn. Hanžek. Krychowiak. Da verheddert er sich. Da kommt er gerade so mit seinem großen Zeh noch ran. Und ab die wilde Fahrt. Wird das die Chance? Und den holt er sich zurück. Der Ball kommt zurück zum Torhüter. Kuka. Duda. Duda. Kuka. Krychowiak. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Ball im Seitenaus, Einwurf. Man könnte durchaus flanken. Duda. Skriniar. Hubočan. Hansi, ist dir in diesen ersten Minuten schon was aufgefallen? Das ist offensichtlich die Vorgabe beider Trainer, zunächst mal sicher in diese Partie kommen. Keine der beiden Mannschaften findet bislang den Weg in eine gefährliche Region. Krychowiak. Lewandowski. Lewandowski. Klares Foul an ihn.
Krychowiak. Ein Traumtor! Ein absoluter Geniestreich! Unglaublich! Ein Traumtor! Einfach nur überragend! Bei ruhenden Bällen gibt es kaum einen Spieler, der für so viel Torgefahr sorgt wie er. Das erste Tor ist gefallen. Es steht 1:0. Eine hauchdünne Führung, aber wehe, sie ruhen sich drauf aus. Er nimmt den weiten Weg. Die Tür ist sperrangelweit offen. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Hier ist Lewandowski. Skriniar gewinnt den Ball für sein Team zurück. Schon läuft der Gegenangriff. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Hamšík. Und jetzt kann er den Konter. Er versucht's. Und wieder ist der Keeper zur Stelle. Als Angreifer wirst du da langsam wahnsinnig. Das ist einfach unfassbar, was dieser Bursche im Moment zeigt. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Riesenmück, der Ball ist im Netz. Absolut beeindruckend. Bitte in die Startblöcke. Du kriegst das Tor und dann ist natürlich die Frage, wie steckst du sowas weg? Die Antwort, so, genau so. Kuka. Lewandowski. Physisch enorm präsent. Einwurf ist die richtige Entscheidung. Die Hälfte des ersten Durchganges ist vorbei. Mir gefällt das bislang, was ich hier sehe. Raus auf die linke Bahn. Klasse Technik. Kuka. Und die Kontergelegenheit. Hugo Can. Kommt der an? Und bitte. Hugo Can. Hamšík. Er schießt. Er wehrt den Ball ab, aber er hält ihn nicht fest und der eigene Mann kann das Ganze reparieren. Jawohl, Einwurf.
Patrick Jowiak. Wird bereits in der Torschützenliste geführt. Da geht er alleine. Jetzt ist Übersicht gefragt. Kuka. Jetzt Kuka. Hamsik gewinnt den Ball für sein Team zurück. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Flanke. Das ist die Chance zum schnellen Konter. Skriniar. Kuka. Kuka. Ganz schwer für ihn. Der Gegner macht alles richtig. Er kommt nicht zum Abschluss. Und dann ist er weg, der Ball. Ja, er hat ihn erwischt und dementsprechend gibt es Freistoß. Hamsik. Kuka. Er hält drauf. Okay, der Ball ist nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn sie das ein oder andere Mal so zum Abschluss kommen dürfen. Das war's. Halbzeit. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand. So, die zweite Hälfte beginnt. Auch wenn das Ergebnis eine andere Sprache spricht, sie sollten genauso weitermachen wie in den ersten 45 Minuten. Denn irgendwann, da bin ich mir sicher, werden sie sich für ihren Aufwand belohnen. Verliert den festen Stand. Duda hat sich rechts gut durchgeschlagen, braucht aber jetzt Unterstützung. Krychowiak holt ihn sich wieder. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Jetzt muss er flanken. Gut gespielt und schau an, der Verteidiger kann auch offensiv. Stichwort Befreiungsschlag. Da ist die Chance. Da ist die Möglichkeit. Unfassbar schnell reagiert. Boah, jetzt erstmal durchatmen. Guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Jetzt wird's angezeigt, ein Doppelwechselbahn. Und er ist in der Luft. Krychowiak.
Er passt ihn rein. Der könnte durchkommen. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Ja, das war faul. Ganz klar, Freistoß. Krychowiak. Er probiert's einfach. Das war knapp. Gut gemacht. Krychowiak sucht immer wieder den Abschluss. Und wenn er eine Möglichkeit sieht, dann lässt er sie garantiert nicht ungenutzt verstreichen. Jetzt muss er nur noch treffen. Er wird es wieder versuchen, auch wenn er hier gerade noch aufgehalten worden ist. Physisch enorm präsent. Hamšík. Krychowiak. Da wird ein bisschen gedrängelt und geschubst. Duda. Ganz klar, Einwurf. Kuka. Rein in den und direkt. Viel zu weit am Tor vorbei. Erst macht er alles richtig, er erarbeitet sich diese Chance und dann vergibt er sie fahrlässig hoch 10. Kuka. Ja, er spielt ihn intelligent raus. Aber astrein vom Ball getrennt. Der Punkt geht einfach hinten raus. Das sieht alles ganz nett aus, aber nach vorne passiert halt überhaupt nichts. Hier ist Kuka. Das sieht vielversprechend aus auf der rechten Seite. Er serviert ihn. Oh, das kann ins Auge gehen. Hamšík. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Also ich würde an seiner Stelle flanken. Stark angesetzt zum Kopfball. Nur der Abschluss wackelt ein bisschen. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Krychowiak. Kuka gewinnt den Ball für sein Team zurück.
sucht die Schnittstelle. Tempo Gegenstoß. Er zieht durch. Stark gehalten. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Und er kommt an. Abschluss! Was wäre das für ein Tor geworden? Das muss er wegstecken. Er hat eine Menge Talent und er ist immer für einen Treffer gut, auch nach dieser vergebenen Chance. Fischowiak. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Es geht über die linke Seite. Bin gespannt, was sie daraus machen. 75 Minuten sind vorbei. Rüber, nach rechts. Jetzt ist was möglich. Duda. Das ist mal eine Ballkontrolle. Und er ist zur Stelle. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Polen erhöht jetzt den Druck, um die Partie in dieser späten Phase noch für sich zu entscheiden. Der Einsatz passt auf rechts. Mal sehen, wie es weitergeht. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Und er macht sich den Weg frei. Jetzt der Abschluss. Kurz und bündig, Chance dahin. Er springt hoch zum Kopfball. Da braucht man gute Nerven, wenn man so ein Ding liegen lässt. Kuka. Ja, das war ein klares Foul. Und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Blitzsauber, wie er den Ball erobert. Nutze die Chance. Schöne Chance, aber fatal. Das gibt Einwurf. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Im Mittelfeld entscheidet sich das Spiel jetzt nicht mehr. Und rüber auf die andere Seite. Da verheddert er sich. Polen nachlässig in der Ballsicherung. Fischowiak. Polen versucht immer noch verzweifelt ein Tor zu erzielen. Und das ist vielleicht ihre letzte Chance. Fischowiak. Er treibt den Ball durch.
nur noch das 1 gegen 1. Und er schießt. Und das war wahrscheinlich der Siegtreffer. Ein Komplettpaket, leichtfüßig, zielstrebig und abschlussstark. Und da steht die ganze Hintermannschaft wie die Statisten. Sie schauen zu, wie er seine Fußballkunst zelebriert mit diesem Traumdribbling. An der Seitenlinie ist Betrieb und alles muss bei den Offiziellen seine Richtigkeit haben. Er hat alles rausgehauen. Er hat gekämpft, er hat gerackert. Jetzt kann er nicht mehr, jetzt darf er vom Platz. Das sind Comeback-Qualitäten. Jetzt müssen sie das Ding nur nach Hause bringen. Piontek, das sah zunächst ganz vielversprechend aus, aber am Ende heißt es dann doch stets bemüht. Die Slowakei steht Zentimeter vor der Riesensensation. Den Ball weit rausgehauen. Wie lange lässt der Unparteiische nachspielen? Nur noch ein paar Sekunden, dann ist das Ziel erreicht. Gefährlich, wenn er den kriegt. Jetzt könnte was gehen. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Der Schlusspfiff, das war's für sie. Sowas nenne ich einen Traumstart. Ein Sieg am ersten Tag ist eine gute Ausgangsbasis für ihre große Mission. Was sagst du zum Spiel? Jetzt ein bisschen Rückenwind und dann werden sie auch durchmarschieren. Danke, Hansi.